Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit dem Hackbart. Guten Morgen. Und mir, dem Crunchcow. Und wir spielen Winter Vision. Yes. Erste Folge haben wir hinter uns. Genau, wir haben die erste Folge hinter uns. Wir haben jetzt Dr. Kenne befreit. Jetzt könnten wir entweder als Einsatz den anderen Typi da rausholen. Ja. Hier den Captain Roy Benitez. Dann machen wir das doch. Machen wir das doch. Da. Das ist ja in einem ganz anderen Viertel. Unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, Wasser, die Quarantäne Alter. Dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen Alter. Die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, Übertragung wird der Tunnel geflutet. Ist mir egal. So. Gucken wir doch mal, wie wir jetzt hier gleich zurechtkommen. So, ich scanne mal kurz die Gegend. Keine Bedrohung gefunden da. Das wird ja auch im Radar oben dann angezeigt, wenn irgendwo mal was rot wird. Wir sind gleich beim Lincoln-Tunnel. Die Mission habe ich... Aua! Da oben auf dem Dach. Oh, der hat was fallen gelassen, was grün ist. Läuft. Nö, bei mir nicht. Was für ein Kampf. Komm, hoch hier. Aber großer Schalldämpfer, erdbraun. Gucken wir hier in der Garage, ob hier Kisten fällig sind. Großer Schalldämpfer, erd... Bin da drauf. Kann mich nicht mal krank melden. Boah, der hat mir so einen Schuss gegeben, dass ich erstmal kaputt gegangen bin. Also, fast kaputt gegangen. Nee, war ich schon mal drin. Der hat mir, bis auf einen Balken hat er mich runtergezogen, der Scharfschütze eben. Na, nice. Ach, Scharfschützen, wenn die treffen, sind scheiße. da müsste jetzt gleich der linke Tunnel sein, da sehe ich auch schon rot. Jo, ich scanne schon mal. Radar. Ach, guck mal hier, direkt vor uns. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe seinen Raketenrucksack, seinen Granatenrucksack getroffen. Oh, ein Dietrich-Set. Ja, nice. So einfach findet man Dietrich-Sets. Man kann die Missionen immer nochmal spielen auf einer schwierigen Schwierigkeitsstufe. Erstmal alle Poller hier umhauen. Hier Captain Benitez. Er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt Lincoln Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Aha. Das ist doof. Das will doch keiner. Da vorne sind sie. Die bösen, bösen Bubis. Ich nehme mal das Auto als Deckung hier. Ja, ich komme mal mit zu dem. Das war so war mein Plan auch. Von mir aus kann es losgehen. Lern, Attacke. Okay, Moment. Okay. Ich scanne mal. Ja, Achtung, da kommt einer auf uns zu. Oben ist einer auf dem Auto. Jo. Ach Mist, jetzt habe ich den letzten Schuss nicht getroffen, ey. So, das hat sich schon mal erledigt, wie es scheint. Hä, warum ist denn der Checkpoint jetzt da ganz oben? Keine Ahnung. Da waren wir noch eben gerade. Ja. Jetzt ist er wieder unten. Scheiß. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich verschlupft bin, aber der Heuschnupfen geht los. Und das ist dann nicht mehr so witzig. Naja, Heuschnupfen ist doof. Oben auf dem Dach? Ja, warte. Sie haben uns, glaube ich, auch schon gesehen. Ich scanne auch noch mal gleich. Aua. Das ist ein Scharfschütze, ne? So, ich kann noch mal scannen. Achtung. Ja, scan mal eben. Wow, alles voll. Da kommen die auf uns zu. Ein Scharfschütze ist da. Scharfschütze ist scharf.
zweiter auch. Down. Hast du das schon mit denen? Ja, hier kann man einmal auffüllen. Ich habe hier noch mal was zum Mitnehmen. Ah, hier kann man auch hoch, okay. Ah, hier oben ist was, was man aufheben kann, oder? Ja, hier ist eine Kiste. Sehr schön. Geil, eine Pistole, eine blaue. Jetzt will ich auch. Leicht Leibwächterholster, na, Traum. Ein Traum, oder? Oh, hier ist ein Rucksack. Ja, mein Erste-Hilfe-Set. Ja, ich bin voll mit Erste-Hilfe. Ich auch. Captain, sie wollen den Tunnel stürmen. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Alter. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen. Oh, da oben ist ein Sniper. Oh. Falsche Deckung. Ist scannbar. Ja. Ah, da oben ist ja auch ein Scharfschütze. Ah, Ella ist down. Nicht mehr. So, ich laufe mal eben zur nächsten Deckung. Ella, kann man jetzt langsam vorkommen hier, die Sau. Da ist er. Vorgekommen. Hab ihn angehittet. Und ich hab ihn down. Ist er schon mal down. Da vorne sind noch welche auf dem Auto. Oh, muss nachladen. Dann gehe ich mal hier in Deckung. Links sind ganz viele. Ja. Warnung, Feinde im Anmarsch. Noch mehr Feinde im Anmarsch, die sind doch schon eng. Ich scan noch mal. Noch mehr? Oh fuck, Granate zurückgeworfen. Ich kann uns jetzt auch heilen, ne? Also. Ja, das kann ich auch, glaube ich. Wow. Scheiß. Leckt mich am Sack, bitteschön. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Oh, hier direkt um die Ecke, ey. Captain Benitez, hier spricht Fei Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können Sie... Unmittelbare Gefahr ist neutralisiert. Ja, der Hammer. Gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Ja. Ja, immer nur Bomben. Ja, ganzen Tag nur Bomben. Bomben hier, Bomben da. Guck mal hier nochmal kurz ins Zelt rein, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. In dem Zelt war ich schon. So. Ja gut, dann können wir ja, glaube ich, weitergehen. Ich war auch nochmal an der Seite drin. Da habe ich nichts weiter gesehen. Alter, die Rettungsfahrzeuge. Nicht schlecht. Ja. Oh. Ich scanne mal. Das ist ein Scharfschütze, warte mal. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Ach du Scheiße. Nee, das ist der sich darum kümmert. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass hinter uns jetzt nichts kommt und vor uns auch nichts kommt. Ich vermute ja, die kommen von hinten. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. So ein schönes. Ja, ich habe da hinten schon Schatten gesehen. Ich glaub, da kommen sie. Ja, dann stehe ich ja hier richtig scheiße. Wem saß denn das? Oh, der Endgegner, oder was hier? Auf jeden Fall kann der was. Jetzt nicht mehr. Etwas Schönes fallen lassen. Feinde kommen in ihre Richtung. Nein, die kommen in ihre Richtung.
Ja, selbe Richtung, glaube ich. Ne? Ja, aber, aua. Entschuldigung. Erstmal Schritt vorrennen und wieder zurückrennen. Ah. So. Oh, das wird bestimmt nicht der letzte gewesen sein. So, da ist ein bisschen was fallen gelassen. Da worden. Kommen noch welche. Sich nachher auf. Oh fuck. Achtung, links von dir. Da, wo du hinrennst quasi. Wow. Der hat ein Maschinengewehr aufgebaut. Da würde ich jetzt kurzzeitig nicht reinrennen wollen. Oh, oben auf dem Dach. Ja, der ist runtergesprungen. Hier fliegt gleich was in die Luft. So, eine Minute 15 noch durchhalten. Wird ja wohl machbar sein. Da kommt noch ein bisschen was. Ja, ich sehe schon. Wow, 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 Hilfe! Ist ziemlich nah. Sag nicht sowas. Ich treff den nicht. Nein! Ich glaube, jetzt sterbe ich, Alter. Alter, ich muss mich mal heilen. Ich hab gedacht, wenn ich Q drücke. Heil ja, du hast lange Kuh gedrückt. Ja, aber dann feuer ich ja das Ding. Das müssen wir gleich nochmal ausprobieren. Ich hab ihn, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Aua, aua, aua. Jawoll. Daudi. 10 Sekunden. 7. Bla. Mach hinne. Echt mal, da kommen noch mehr. Oh, naja, nochmal so ein Putzi, ey. Ah, ich hab eine Granate geworfen. Ich hab auch eine geworfen. Links von uns ist auch noch einer auf dem Auto und links von nur dir. Wo kommt denn der hin? Wo geht denn der hin? Geht der aufs Dach? Von da aus kann ich den nicht treffen. La 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 la. Er feuert auf mich. Ich werde mal eben Stellung wechseln. Der muss ja sowieso gleich nachladen. Verdammt, das war knapp. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. So, ein bisschen was fallen gelassen wurde, eine Magnum, okay. Okay, alles okay, mitnehmen. Okay, und es ist hier eine Sicherheitsmaske. Die nehmen wir doch auch mal mit. Sicherheitsmaske hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, jetzt möchte ich noch mal kurz was ausprobieren. Bleib mal hier. Ich hab eine Pistole. Wenn du gedrückt hältst, dann kannst du auf den Boden schießen und jemand anderen heilen. Nee, ich habe einfach nur ganz kurz Q gedrückt. So. Ach so, ja, das ist dann die Heilung, die kannst du auf dich selbst schießen. Also wenn wir beide drin stehen, kriegen wir beide Heilung. Ja, weil bei der Beta zum Beispiel habe ich nur Q gedrückt und dann alles, was in meiner Umgebung war, wurde einfach geheilt, ohne Pistole. Ich glaube, okay. Das ist eine Modifikation von der Fähigkeit. So, wir müssen jetzt mit Roy Benitez sprechen. Hier ist noch eine Kiste zum Auffüllen. Oh, das ist gut. Auch ganz wichtig. Ja, ich habe nämlich noch 132 Schuss in Reserve. Ja. So, jetzt habe ich wieder 675 Schuss. Das macht schon einen Unterschied. So, wir öffnen mal die Tür. Da ist noch ein Rucksack. Warte, ich öffne den, dann müsste gleich was für uns alle rauskommen. Müsli-Riegel. Ah, ich hab irgendwie schon alles. Keine Ahnung, was für mich jetzt rausgekommen ist, aber... Ich hab's auf jeden Fall schon. Ist hier noch irgendwas hinter? Nee. Da ist ein Telefon. Da ist eine Telefonaufzeichnung, geilo. Weil ich glaube, die ist draußen. Also außerhalb der... Ja, scheiße. Hier. Oh, hier ist noch was. Das öffne ich mal eben. Auch schon wieder nichts für mich. Explosionsgeschoss. Noch irgendwas? Ja, hier ist eine Kiste für Items.
Juhu. Oh, ein Schoner. Sehr gut, das hatte ich noch nicht. Leichte Holze. Ah, wir plündern das einfach mal. Ich hab's gleich mal angelegt. Wer bist du denn? Die Rikers hassen Uniformen, egal welche. Die lassen sie nicht an die Kommunikationszentrale. Hi. Mahlzeit. Tag. Meine Güte, was bleibt uns denn noch? Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Jetzt. Logo. Hier steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie. Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Verdammt. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Oh oh. Oh shit. Das sind die Schlechten. Oh Gott, da ist einer draußen. Das ist ein Endboss. Ja, ich krieg auch gerade ordentlich was auf die Nuss hier. Ich sehe auch gar nichts. Der hat Raketenwerfer oder sowas, wie es aussieht aktuell. Es sind sogar zwei Bosse. Wow, wow, wow. Ich scanne mal. Ja. Boah, hab ich gelitten. Ja. Warte mal, ich heil mich mal eben kurz. So, einer ist down. Jo. Den anderen krieg ich nicht. Der lädt gerade nach, dein Scheißding. So, jetzt. Da kommen noch welche von oben. Ich gehe jetzt raus. Wow, Terror. Wow. Oh Gott! Oh fuck, Alter. Erstmal hinter der Rettungswand. Was? Hinter uns? Hinter dir, Alter. Da liegt er auf dem Boden. Oh, was soll denn das da oben? Ich scanne nochmal. Hallo, komm raus jetzt. Ach, der ist hier direkt vor mir. Ach nee, der ist tot. So, ein Scharfschütze ist da. Da hat er einmal hochgeguckt und dann bäm, ist er erwischt worden. Na komm, der andere kann auch jetzt mal hochgucken. Hört auf den zu schießen, Jungs. Weißt du was? Wir machen das anders. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Ich glaube, jetzt kriegen wir ein Problem. Ja, ich glaube auch. Danke für Ihre Hilfe. Wir müssen wieder zurück. Hä? Nee, da, den müssen wir schützen. Da vorne ist der Scharfschütze irgendwo. Der Endgegner oder was? Ja. Da kommen auch gleich mal irgendwelche Fuzzis. Da sind sie. Ich kann aktuell nicht scannen. Doch, ich kann scannen. Ich scanne. Oh, da kommt einer mit einem Nahkampf. Hinter uns. Ja, ja, hab ihn. Nicht mehr. Jetzt hast du ihn schon kalt gemacht. Achtung, liegt von dir. Rechts ist auch noch einer. Da komme ich nicht mehr. Alter, so lange können wir gar keine Aufnahmen machen, wie die Missionen hier immer sind. Was war das denn hier für eine Waffe? Da ist einer. Erstmal nehmen. Ach ne, ist einer von uns. Wow. Ja, aber der Scharfschütze ist da oben. Der heißt Finch. Oh Gott. Oh. Oh nein. Ich muss in Deckung bleiben, ey. Vor dir. Schon gesehen, ja. Die sind jetzt gleich links von mir auf. Aua. Okay, genau, der vor deinem Fahrzeug der ist war wichtig, wie, der war wichtig. Ey! Du machst so frisch geschossen, Alter. Oh Gott, da ist noch einer mit einem Raketenwerfer, oder? Oh nein! Alter, jetzt ist ganz schön gemütlich hier, ne? Ich würde mal zu dir in die Deckung, obwohl ich gehe mal zum LKW, dann kann ich uns heilen. Ich habe keine Granaten mehr, so wie ich das sehe.
Alter, das sind zwei Stück da auf dem Dach, ne? Oh! Und ein Schuss hat er mich fast getötet, ey. Achtung, er schießt wieder. Ich kann noch mal eine Runde scannen, dann haben wir bessere Treffer schon. Du bist gleich, ich bin gleich down, Alter. Da muss ich mal in, auf jeden Fall in Deckung gehen. So, erstmal selber heilen. Wie gerne hätte ich jetzt einen Scharfschützen gehabt. Oh! Ich bin da mal kurz in Deckung. Der geht mir auf den Sack, ey. Nein! Ich bin down, du musst mich irgendwie retten. Warte. Das hat nicht gereicht. Warte, nichts tun. Oh, vielen Dank. Das ist auch echt eine ungünstige Position hier, ne? Ja. Aber ich habe Angst, dass wenn ich weiterlaufe, ich jetzt gleich auf die Fresse kriege. Einer ist down. Jo. Alter, wie viel haben die denn davon? Ich hab Finch festgesetzt oben. Der hat zumindest kein, kein Schild mehr. Der untere. Ja, ich schieß durch das Auto drauf. Ich hab ihn aber irgendwie nicht so richtig. Ja, das ist klar. Jetzt hab ich ihn. Und jetzt bist du dran, du Arsch. Put, 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 komm hoch, du Sau. Bam! Sehr geil. Agent, meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ja, du sagst es. Zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Mal gucken, genau, was der alles gegeben hat, ey. Gute Arbeit. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt alles kann sich mitnehmen. Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Sehr schön. Damit haben wir auch die Mission beendet, Freunde. Ich würde sagen, das weitere Prozedere kennt ihr. Wir müssen wieder zurück zur Hauptbase, das alles einsetzen und die Base weiter aufbauen. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall für die Folge von euch. Sagen auf Wiedersehen, ja. Goodbye und tschüss, Sikorski. Bis zum nächsten Mal.